Und mit dieser schönen Einführung ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich bin Scream und wir haben, glaube ich, bei Sequenz 3 aufgehört. Und dann sind wir jetzt natürlich in Sequenz 4 und fangen auch gleich mal mit der Hauptaufgabe an. Welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hatsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeşim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Topkapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Cesade. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Okay. Den Topkapi-Palast vor Yusuf erreichen. Gut. Das werden wir wohl hinkriegen. Denke ich. Wenn ich noch gut bin in dem Spiel. Das ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber so schwer ist die Steuerung ja auch nicht. Okay. Wir müssen da ganz hinten zum Palast hin. Also wirklich ganz weit hinten weg. Wir laufen einfach den Typen hier mal hinterher. Zeigen uns nämlich den besten Weg. Meistens jedenfalls. Ah. Na los. Ezio. Okay. Noch 177. Keine Ahnung. Meter. Oder Spielemeter. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Ja. Nein! Oh, das war knapp. Aber ich glaube, wir kommen doch nicht vor Yusuf an. Naja. Meine Güte. Immer diese blöden Wachen, die im Weg stehen müssen. Ja, das war wieder sehr schlau von mir. Ich weiß. Na egal. Dann haben wir eben keine 100% Synchronisation, aber das ist ja nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Weil wir ja hauptsächlich zum Ziel kommen müssen und das kommen wir ganz bestimmt. Das kann ich euch schon mal versprechen. So, jetzt laufen wir weiter mit dem alten Herrn hier. Über Dächer oder Paläste oder über Mauern. Zack. Und jetzt überwältigen sie Minnesänger. Gut. Einige die überwältigen und ihnen die Kleider abnehmen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Ohne entdeckt zu werden, ja. Barden aus Italien. Nun, das kann ja heiter werden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die einfach so angreifen können. Ich versuch's einfach mal. Justi. Zack. Zack. Ah, okay, jetzt müssen wir sie da auch noch rein buxieren in diese Heuhaufen, damit sie auch wirklich nicht entdeckt werden. Und da sind schon die nächsten beiden, die gleich was haben möchten von mir. Etwas Schmerzvolles, aber naja. Wer mag schon solche Typen? Oh, verdammt. 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 Verdammt! So ein Mist. Ich möchte keine Kraftausdrücke verwenden. Ich sage einfach nur Süd. So ein Süd. Da hätte ich wirklich vorsichtiger vorgehen müssen. Naja, jede guten Dinge sind zwei. Oder alle guten Dinge.
Okay, jetzt nochmal. Dies Heldenglück erhalt, o Herr, und ja, bla bla bla. Ruhig. Zack. So. Ja, okay. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin zum falschen Heuhaufen gegangen. Vielleicht sollte man erst mal gucken, wo man hin muss und dann loslaufen und nicht erst loslaufen und dann gucken, wo man hin muss. Das werde ich mir merken für die Zukunft. Aber ich glaube sogar, als ich das erste Mal das so durchgespielt habe, habe ich den Fehler gemacht. Es gibt manche Leute, die kann man echt nicht belehren. Also so eine Leute wie mich. Aber jetzt müssen wir hier erstmal ganz außen rumlaufen. Den Wachen da ausweichen. Gehen einfach hier rein. Zack. Warten, bis die weg sind. Hallo, beeilt euch ein bisschen. Okay, sie sind weg. Und wir springen aus unserem Versteck hervor. Oh oh. Oh 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 oh. Dann gehen wir lieber aufs Dach. Da sind nämlich keine Wachen, soweit ich weiß. Justitia, Justitia. Bla 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 bla. Ein Fläschchen Wein für unseren Freund. Meine Güte, ey. Wie die da auch rumsingen. Ah, meine Güte. Meine Güte. So, da ist der nächste Heuwagen. Achso, hier hoch. Oh, ich wollte schon da lang gehen und dann hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Naja, zum Glück habe ich diesmal noch auf die Karte geguckt. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Ile. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Ho, 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 ho. Ja, okay, dann wollen wir mal Ezios gesangliches Talent sehen. In Forli traf ich eine Frau und liebte sie im Liegen. Sie sprach jetzt Zahl und macht dich fort, doch mir war's ein Vergnügen. Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Bonsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Oh, ich zeig dir mal, was ich jetzt kann. Mein taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich gehen, so tritt mir ins Gemächt. Ihr seid furchtbar.